Okay, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Terra, Fate of Aaron. Ja, wir haben hier letzte Folge aufgehört von diesem Boss. Das ist ein BAM. BAM steht für Big Ass Monster. Ich werde einfach BAM sagen, weil das andere steht einfach nicht verkehrt. Obwohl man sich jetzt ungefähr verständlich ist, warum es das ist, aber eigentlich ist BAM ein viel cooleres Wort. Ich habe den Shit übrigens ausgestellt, Debuff. Meine Lebenszeit ist niedergefärbt, das heißt, wir sind Debuff worden, das heißt, entweder langsamer oder brennt oder wurde vergiftet. Debuffs ist niemals gut. So, Zerkas Spezialität sind Damage und Knockdown Attacks. Also, ich kann, der Gegner ist gerade umgefallen, weil ich hier in einem richtigen Moment mit einem Angriff getroffen habe, der ihn umfallen gelassen hat. Ah, toll, der Tank hat Makro verloren. Da ich selber Tank spiele, achte ich natürlich auch viel mehr auf Fehler von Tanks und so weiter. Meine schlechteste Klasse ist sind Healer, also deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so viel mit Healern im Let's Play spielen, also wenn ich selber Healer bin. Habe ich immer noch Aggro? Nee, hatte gerade schon. Auf diesem Bereich ist es, wenn der Tank nicht die richtige Waffe hat, ist es schwer für ihn Aggro zu halten, aber er sieht noch nicht mal, wie es aussieht, dass er nicht Aggro mehr hat, glaube ich. Das ist dieser rote Kreis unter mir, sagt aus, wen der Boss anvisiert. Also, man kann in diesem Spiel verschiedene Akku halten. Erstens, wie Tanks, durch Akku, das ist ein besonderer Effekt auf Waffen, der den Mob denken lässt, dass er mehr Damage gemacht hat. Deswegen, da der Mob dem auf den geht, der am meisten Damage macht. Ah, nein, 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 nicht sterben. Nein, bitte heil mich. Diese Kugeln hier sind Heilungsbälle. Nein. Oh, Glück gehabt. Nochmal anders im Block. Glück gehabt, ich hab mich angegriffen. Ach, der Tank ist tot. Er wird ja immer besser. Aber ich dachte, die Instanz ist auch nicht so leicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher wirklich mal gespielt habe. Aber so lange her, dass ich mich freue, dass ich jetzt mal wieder nicht spielen kann. Obwohl ich finde, für unser Level ist sie noch viel zu hart, oder? Das ist Basilisk, eigentlich die. Der allererste BAM, den man am meisten in dem ganzen Spiel trifft. Da kennt man natürlich die Angriffspattern schon. Wie ihr seht, kann ich auch tanken. Aber ich tanke halt nicht mit Akku, sondern ich tanke mit reinem DPS. Leute, die hinter einem Mob stehen, können sehr viel mehr DPS machen. Ach nein, was mache ich denn für Fehler hier? Hätte ich gedacht, dass mich diese Schockwelle erreicht. Also okay, vielleicht sollte der Healer mal reffen, weil ich möchte eigentlich nicht ein zweites durchmachen. Das zieht das Play so nicht länger und ich werde es gerne in zwei Folgen. Ist instant geschafft. Ah, Boon. Boon lässt alle Leute davon fertig, alle Leute leben, volle Mana und AP holen. Und Leute tot sind, kriegen automatische Resurrection, also sie können wieder aufstehen, deswegen leben jetzt wir alle. Boons werden Boss immer timely gesehen. Oh, wir haben glaube ich nur noch 100 Zeit zu töten, oder? Ist nicht gut. Ich weiß nicht, dass wir sterben. Ja, wenn ich so weiter Fehler mache, sterben wir wirklich. Ich weiß noch nicht. Bin gespannt. Also, später, wenn es Updates gibt, neue Internets gibt, dann werde ich die auch mit euch erforschen. Vielleicht nicht den ersten, sondern vielleicht den zweiten. Weil ich mich beim ersten immer so extrem konzentrieren muss als Tank, was ich tun muss und so weiter. Ach doch, die Zeit reicht vollkommen aus. Was hab ich denn hier da im Kopf gehabt? Der Tank ist wieder tot. Ach nein, ich will nicht sterben. Ah, juhu. Ah, ich höre jetzt so, das wusste ich gar nicht, weil ich Lautstärke immer so gering habe. Hört ja sogar das Herzschlagen, wenn man fast tot ist. Ach, ich roll mal drauf. Ist auf jeden Fall besser als das, was ich besitze. Yo, viel besser. Ich hab verloren Roll. Was gibt's denn noch so Feines hier? Ist nicht meins? Ist auch nicht meins, okay. Keine Avatar-Waffen droppt hier, okay, jetzt. Okay, also das ist das Symbol für den Zerker, The Lancer, Mystic, Zorg. Ah, noch einen zweiten. Die waren viel besser, oder? Ja, brauche ich nochmal drauf. Ne, drei reicht auf jeden Fall. Was reden die eigentlich gerade so? Okay, Stamina Potion sollen wir einsetzen. Okay, ja. Können wir natürlich machen. Wenn ich mich richtig, also nach der Map zu urteilen,
hier. Ist es gleich zu Ende. Das heißt, jetzt müsste eigentlich der letzte Boss kommen. Ich habe so ein bisschen Angst, weil wir so bei unserem Team mit diesem Boss eben schon Probleme hatte. Achso, recht. Sehe ich auf der Map doch auch ein bisschen überrascht. Am Reiten, wenn nicht. Weiß nur keiner, dass wir reiten können. Normalerweise kann man Instanz nicht reiten, aber ich glaube, das ist so eine große Instanz. Ich glaube, wir hätten die ganze Zeit reiten können. Ach ja, ich bin Elite-Spieler. Sieht man hier oben ein paar Effekten. Also ich habe auch so ein Mount, so ein Pferd, was ich immer benutzen kann. Ganz praktisch eigentlich, was relativ schnell ist. Relativ, es gibt noch bessere. So, und jetzt fehlt irgendjemand. Unser Tank fehlt. Ich hoffe, der Tank ist nicht AFK. Ah, toll. Gut, wir müssen es also ohne Tank machen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, weil ich glaube, dieser Boss. Normalerweise ist der letzte Boss immer der mächtigste. Das heißt, dass wir eben schon Probleme hatten, sieht das wahrscheinlich nicht gut aus für uns. Ich hoffe, dass sie. Also wenn sie offen bleibt, wenn der Tank wieder da ist, kann er wahrscheinlich mitmachen, wenn er rechtzeitig ist. Ich weiß noch nicht, wie ich achten muss für Attacken. Also normalen Angriff von dem Mob kenne ich nicht, aber solche viele von. Oder oh, ganze Fisch. Aber ich weiß jetzt nicht, auf was ich achten muss. Was ist jetzt zum Beispiel los? Hätte man wahrscheinlich blocken können. Musste ich jetzt nicht unbedingt blocken. Okay, dieses kleine Teil da ist ein Beschwörungsviech von dem Heiler. Und hat die Aggro gezogen von dem Mob. Das war ganz lustig, aber eigentlich würde ich lieber kämpfen. Komm nicht ran. Ich kann Aggro nicht ziehen. Die Teile haben eine sehr große Aggro-Buff. Die können leicht Aggro ziehen. Die können auch tanken, wenn der Tank nicht da ist. Oh, der Tank ist wieder da. Gut, jetzt können wir wahrscheinlich nichts machen. Ist das so geplant, dass er da so kämpfen kann, ohne sich zu respawnen? Ich bin nicht getroffen worden. Weil meine Mana sinkt, weil ich nicht kämpfen kann. Das zieht alles ein bisschen in die Länge. Das wollte ich gar nicht. Ah, juhu, wir können kämpfen. Der Healer ist jetzt anvisiert, weil das Beschwörungsviech von dem Healer Akku gezogen hat. Und wenn der Viech stirbt, dann geht das alles auf den Healer über. Aber ein Tank kann einfach wieder Akku ziehen. Also Akku vom Healer ist nicht so besonders hoch. Wenn ihr da immer so ein Schildsymbol seht und dann steht Successful, dann heißt das, ich habe geblockt. Sowas, Defense Success. Heißt das, ich habe geblockt und hab erfolgreich abgewehrt. Ah, gut. Ist relativ wichtig für euch schwer zu wissen, wenn ich mehr tanke später. Ihr wissen wollt, wo meine Feder liegen. Momentan geht der Mob aber noch eindeutig. Oh, ich fällt um. Das ist sehr schön. Ah, also wenn er jetzt nicht noch so irgendwelche besonderen Sachen auspackt, sieht es nicht gut aus für den Boss. Ach ja, ich habe sehr viele Charging Skills und so länger ich auflade, so mächtiger sind sie, werden sie wirklich. Also die letzten Sekunden bringt viel mehr als die ersten Sekunden auch. Ah, das war voll daneben. Also Zerka ist überhaupt nicht meine Klasse, weil man viel aufladen muss. Ich bin lieber agile Person, die jederzeit tanken, jederzeit blocken kann und so weiter als Tank, aber ich habe schon gelesen, dass Zerka Tank anders ist als andere Tanks. Also einerseits bringen wir endlich mal ein Ausweichskill, was alle das haben, und alle möglichen Skills erreichen ein bisschen mehr Geschwindigkeit und so weiter, wie ich richtig gelesen habe. Also wird noch ziemlich interessant werden nachher. Jetzt muss ich mich erstmal mit dem DPS zufrieden geben. Und mit langen Wartezeiten. Ich musste, glaube ich, eine Viertelstunde warten oder, nee, oder noch länger warten, bis ich eigentlich die Party gefunden hatte. Ja, ein bisschen gebrochen. Aber allgemein gesehen eine ganz coole Klasse. Ich habe übrigens mein Aussehen geändert, also meine Rüstungsaussehen. Das kann man machen. Kann ich brauchen? Okay.
Wenn man so Kreise auf dem Boden sieht, dann sind das Bereiche, die gefährlich sind, weil der Gegner direkt da angreift. Und wenn aber so ein Kreis auftaucht und dann daraufhin schreckt er zurück oder weicht er oder fällt um oder so, dann werden die Skills doch nicht ausgeführt, obwohl die Kreise da bleiben. Also, das ist so ein bisschen, was man auch beachten kann später, wenn man wirklich effizient angreifen und so weiter möchte. Was passiert jetzt? Okay, er ist zurückgeschreckt oder irgendwas ist passiert, als er was machen wollte. Gut für uns, schlecht für den Boss. Ich weiß, vielleicht ein Doc. Keine Ahnung, fand ich. Mana. Was macht er jetzt? Er lässt uns warten. Nö, er scheint wohl keine weiteren Effekte zu haben. Ich glaube aber. Oh, er geht auf mich. Ja, ich habe kein Problem zu tanken. Ich habe mit vielen Klassen schon getankt, obwohl die eigentlich zum Tanken gemacht sind. Später gibt es auch noch verschiedene Tränke dafür, die anderen Leuten weniger Akku ziehen lässt. Das hilft bei Tanks auch noch ziemlich gut. Also, dass es, wenn man nicht perfekt mit der Klasse ist und die Gegner ziehen und die anderen Leute einfach stärker, besser equipped sind. Aber das ist heute nicht Thema. Heute ist Thema erstmal Spiel, bisschen sehen, so, was so eine Instant ist, Party. So, jetzt kurz am Ende kriegen wir nochmal so alles zurück. Das ist natürlich nicht gut für den Boss. Und damit ist er tot. Juhu. Einiges getroffen. Oh. Necklace, das müsste besser sein als meins, richtig? Jo. Und ich habe verloren. Ach, wir haben den Loot nicht festgelegt. Also ich bin gespannt, ob ich irgendwas bekomme, was ich verwenden kann. Nicht für meine Klasse. Sieht man hier auch, wenn man raufguckt, ist für Thorg, Priest und Mystic. Meint es halt andere Gear Heavy. Das ist Rope. Oder halt auch Close genannt. Hat ganz dünne Arme schon wieder. Kann man so ein bisschen am Bildchen erkennen. Meinst du ein bisschen mit mehr Metall und so weiter? Ja, das war soweit. Ja, ist zwar eine Axt, aber das Problem ist halt, seit die Avatar-Weapons rausgekommen sind, sind alle normalen Waffen im Lobbereich einfach nur Mist. Obwohl es höheres Level ist, ist die Base fast genauso für die andere Waffe und ich habe so einen großen passiven Crit-Effekt, deswegen lohnt sich alles gar nicht. Noch, war das ein Healer-Run? War alle nur Healer-Sachen oder so bekommen? Ich weiß nicht, ob es Healer oder Sorg war jetzt, aber trotzdem. Ah, Blade. 3. Ich bin unbesiegbar. 5 und 6. Ich habe verloren. Oh, cool. Das war dann soweit alles in dieser Instance. Okay. Und jetzt kann man entweder den Teleporter benutzen, um sich raus zu teleportieren. Möchte ich jetzt nicht unbedingt. Oh, ich möchte jetzt mal noch die Quest annehmen. Ich habe noch eine Quest, weil ich halt in der Warteliste war, mit der Wartelistenparty die Quest bestanden habe, als ich bekommen. Ich werde jetzt einfach mich bedanken. So, und dann werde ich die Party einfach verlassen. Wenn man sie einfach verlässt, landet man nämlich, wenn man fertig ist natürlich nur, wenn man es vorher verlässt, kriegt man so einen Debuff, dass man 15 Minuten lang nicht mehr in der Warteschlange kann. Wenn man auch fertig ist und verlässt, landet man wieder genau da, von wo man eingetreten ist. Und da war ich nämlich hier in der Höhle. Ah, gut. Mit Mobs. In der Höhle. Südlich. Wie man Seife waschen. Westlich von Schewika. Ist so eine Stadt. Weil ich hier gerade so eine Quest mache. Deswegen war ich auch in Schewika, als ich eben den ersten Part angefangen hatte. Ja, was gibt es noch ein bisschen zu sehen? Ich kann einmal zeigen, wie das geht. K für Skills. Und dann gibt's, ich kann zum Beispiel den Vampire Glow jetzt verbessern, kostet ein bisschen Geld. Also der Skill, der mich wieder ein bisschen heilt. Mein Flattern-Skill wird stärker. Flattern-Skill, also den. Welche? Und. Fire Rage, das habe ich jetzt gar nicht eingesetzt eben. Na komm. Das ist noch nicht ganz okay, weil das funktioniert nicht immer. Einfach ein bisschen weiter versuchen, bis es funktioniert. So, mal gucken. Bin ich stärker, aber es ist, glaube ich, jetzt kein gutes Zeigebeispiel, weil die Mobs eh sehr schnell tot sind. Ja. Gut, das war jetzt eine kleine Instanz zum Zeigen des Spiels so ein bisschen und ein bisschen vom Spielen des Werkers. Also, Saraswash's Ascent. Früher hieß es Ascent of Saraswash. Ich habe keine Ahnung, ob sie den Namen geändert haben. Wahrscheinlich, weil sie sich auch ein bisschen
Zum Beispiel ist im Higher Dungeon waren zwei von den Basilisken als vorletzter Boss. Deswegen wahrscheinlich deswegen die Namen geändert. Aber okay. Damit habe ich euch erstmal so die meisten Skills gezeigt. Ach, ich habe auch sowas hier. Verbraucht keinen Mana, aber das kann die Gegner halt umwerfen und ein bisschen Aggro ziehen und so weiter. Ist auch ganz praktisch. Und dann gibt es noch sogenannten. Jetzt kommt der erste Mob. Auch nicht die beste Zucht von mir, das jetzt schon zu machen. Woanders hinstellen, wo man sicherer ist. Ist man hier irgendwo sicherer? Du hast mich nicht gesehen. Hier ist man sicherer. Und zwar gibt es auch noch passive Skills. Das sind diese mit diesen komischen Zacken. Die können ja nur diese Klasse erhalten, wie zum Beispiel hier. Ich habe eine 1% höhere Crit-Chance, von hinten, Gegner von hinten zu treffen, also dabei zu critten. Wenn ich Waffen produziere, 10% produziere ich sie schneller und wenn ich irgendwo runterfalle, kriege ich 50% weniger Schaden. Also Fallschaden weniger. Ist für Spiele wie Minecraft oder sowas super, aber ja, ist hier auch schon praktisch in manchen Situationen. Gut. Dann sage ich mal, dann reicht das für heute erstmal. Ich habe euch ein bisschen Sörker gezeigt. So sehe ich übrigens aus. Ich habe mir ein bisschen weiß gekleidet, wegen Snow, habe ich auch gedacht. So. So, dann reicht das für heute auch erstmal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen bisschen der Einstieg, so ein bisschen Terra hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich nicht von Level 1 angefangen habe. Ich dachte, Level 1, die ersten Level sind einfach so langweilig. Ich hoffe, der Serker sagt mir ein bisschen zu. Ich hoffe, ihr freut euch auch so. Ich hoffe, ihr wollt vielleicht wollt die anderen Klassen ja auch noch sehen. Oder euch reicht es, wenn ich einfach nur ein bisschen die Instances zeige. Da warte ich einfach ein bisschen die Kommentare ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Alles Gute und ciao!